Kulinarik trifft auf Akrobatik, Varieté und Live-Musik. Das Harald-Wohlfahrt-Palazzo ist wieder auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart, jetzt schon im 15. Jahr. Unter Leitung des Drei-Sterne-Kochs Harald Wohlfahrt wird hier ein Vier-Gänge-Menü zelebriert, mit viel Liebe zum Detail. Auf der Speisekarte in diesem Jahr stehen: Wir haben also einen Brandnat vom Heilgut als Vorspeise, das ist mit ein bisschen Pesto, mit ein bisschen Paprikaöl, also Räucherpaprikaöl angereichert und dazu eine Limonenvinaigrette. Der zweite Gang ist das Steinpilzfleisch mit Krokobohnen, also auch da finden mediterrane Teile statt. Und zum Hauptgang ist eher ganz deutsch angelegt. Wir machen dann eine lackierte Entenbrust, dazu einen Gemüsewirsing, ein Kartoffelsoufflé, Maronen und eine Portweinsauce dazu. Und zum grünen Abschluss eine Vanille-Panna Cotta, aber serviert auf einem exotischen Früchtecocktail und dazu noch ein Mango-Sorbet. Harmonisch zu Speis und Trank fügen sich die Musik und das Bühnenprogramm zu einer stimmigen Komposition. Mein Part ist einfach, diese vier Gänge in die Show so einfließen zu lassen, dass es von den Abläufen her harmonisiert, dass die Gäste Zeit haben zum Essen, zu unterhalten, sich wohlfühlen, dann aber auch wieder von der Show mitgenommen werden durch Tischkomödie, durch tolle Akrobatik. Das Harald-Wohlfahrt-Palazzo ist auch in diesem Jahr schon zur Premiere ein voller Erfolg. Bis jetzt hat mich der Beatboxer sehr beeindruckt und mir gefällt einfach das ganze Ambiente, es ist wirklich schön. Die Menschen hier, jeder kommt auf einen zu. Der ganze Abend einfach sehr gelungen ist. Die Dinnershow auf dem Cannstatter Wasen ab sofort bis einschließlich 10. März 2019.